Ich rufe auf den Abgeordneten Richard Graupner, AfD-Fraktion, bitte. Dankeschön, Herr Vizepräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Name Stuttgart wird langsam aber sicher, spätestens aber seit dem letzten Wochenende, zu einem Synonym für das desaströse Scheitern grün-roter und seit 2016 auch grün-schwarzer Gesellschaftsexperimente. Nachdem schon in den Wochen vorher Linksextremisten mit teils lebensgefährlichen Angriffen auf Polizisten und Teilnehmer missliebiger Demonstrationen für Schlagzeilen sorgten, erreichte diese Entwicklung in den Gewaltexzessen vom letzten Samstag ihren vorläufigen traurigen Höhepunkt. Niemand konnte so etwas ahnen, meinte der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg angesichts des Ausmaßes der Verwüstungen. Wirklich nicht? Ist diese gespielte Ahnungslosigkeit von Herrn Kretschmann nur naiv oder geradewegs infam? Die Grünen ernten in Stuttgart das, was sie mit ihrer verfehlten Bildungs-, Sicherheits- und Integrationspolitik selbst verursacht haben. 2013 führte die grün-rote Landesregierung eine Polizeireform durch, die mit einer rein politisch motivierten Neubesetzung der Polizeispitze einherging. Seit dieser Reform setzt man unverdrossen und ohne Berücksichtigung der Folgen auf Deeskalationsstrategie. Nun können Deeskalationsstrategien fallweise effektiv sein, sie dürfen aber nicht zur ideologisch motivierten Generallinie polizeilicher Intervention werden. Denn die Tätergruppe, auf die man am Wochenende traf, interpretiert aufgrund ihrer eigenen kulturellen Prägung defensives Verhalten als Schwäche und reagiert im Zweifelsfalle umso enthemmter. Die einzige Sprache, welche dieses Klientel wirklich versteht, ist ein schnelles, robustes und kompromissloses Einschreiten. Weil man aber aufgrund politischer Rücksichtnahmen Ross und Reiter nicht nennen wollte, wurde schnell die Kategorie einer außer Kontrolle geratenen Partyszene aus dem Hut gezaubert. Identität und Herkunft der gerade mal 25 Festgenommenen weisen aber in eine andere Richtung. Weniger als die Hälfte haben einen deutschen Pass und selbst unter diesen befinden sich noch 3 mit Migrationshintergrund. 9 Tatverdächtige weisen einen Flüchtlingsbezug auf. Nein, nicht eine ominöse Partyszene war in Stuttgart am Werke, sondern die Partisanenvorhut heraufziehender bürgerkriegsähnlicher Szenarien, welche uns auch anderswo drohen, falls die Politik nicht entschieden das Ruder herumreißt. Wenn staatlicher Kontrollverlust nicht zum Wesensmerkmal deutscher Lebenswirklichkeit werden soll, so hat es Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft formuliert, brauchen wir entschlossenes Handeln auf vielen Ebenen. Der Antrag der SPD ist für uns schon deswegen indiskutabel, weil er wieder das Klischee der angeblich rassistischen Polizei bemüht. Der Antrag der Grünen klingt zwar vordergründig vernünftig, fixiert sich aber auf das Thema Alkohol und Drogen und das ist viel zu wenig. Wir werden beide Anträge deswegen ablehnen. Zunächst bedarf es nämlich, wie in unserem Antrag gefordert, einer genauen Analyse der Vorfälle, Personalstärke, Ausrüstung, Einsatztaktik und Ausbildung unserer Polizeibeamten sind auf die neuen Herausforderungen hin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Aber auch die Vorschläge aus dem Antrag der CSU sind zum Teil notwendig und sinnvoll, seien es präventive Maßnahmen und Vorfeldaufklärung, sei es eine zeitnahe Aburteilung identifizierter Straftäter. Die AfD wird aus diesem Grunde, weil wir sind nicht so politisch gebunden wie Sie, Ihrem Antrag durchaus zustimmen. Aber solange die CSU, das schreibe ich Ihnen auch im Stammbuch, windelweiche Wendehälse wie ein Horst Seehofer in ihren Reihen hat und ihr einst konservatives Profil weiter zugunsten des linken Zeitgeistes ist es verwässert. So lange werden Ihre Forderungen letztlich wirkungslose Kosmetik für den Wähler bleiben, weil die fundamentalen politischen Weichenstellungen zwangsläufig zu weiteren Katastrophen führen müssen. Für den dringend notwendigen grundlegenden Kurswechsel steht ausschließlich die AfD.